Hallo, der Miro mit Let's Play Your Level, der heutige Hack, der erste heute kommt von Nix. Wir sagen Nix. Von Nix. Also, der liebe Nix hat ein Level geschickt. Und dieses Level ist ein Level. Man mag es kaum glauben. Hallo, Miro und die K. Okay. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß. Jede Menge Ausrufezeichen. Okay. Bin ja mal gespannt, was der liebe DK dann dazu sagen wird. Ich nehme an, es ist nicht das Yoshi-Haus, das ich spielen soll, aber ich gucke trotzdem rein. Hi, danke fürs Spielen. Es gibt drei Exits. Findest du alle drei? Madness. Absolute Madness. What the fuck? Das ist ein Edit. Okay, das ist aber auch nicht das Level, was wir spielen wollen. Wir wollen das Level. Was stand da? Level Design? Ich bin ja mal gespannt. Ach du Schande. Was? Was? No, Moment, das hätte ich gerne nochmal gesehen. Also das mit dem Tod hier am Anfang, das geht schon mal gar nicht. Komme ich da irgendwie dran? Der geht mir nämlich. Ja! Okay, ich wollte gerade sagen, der geht mir nämlich schon ganz schön auf den Keks. So, kannst du jetzt mal deinen Kollegen töten? Ich brauche diese Ranke. Also, ich verstehe auf jeden Fall schon, was der Titel sagen möchte. Also, wenn du gerade dein eigenes Leveldesign anzweifelst, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Puh, okay, ne? So, so. Passt das? Der war nicht mal nötig. Oh, jetzt kommt schon wieder sowas, ja? Nein. Das habe ich verstanden. Was ist. Da kann man übrigens rein. Also, das hier ist so ein wunderschöner Fall von Problemen mit Cut-Off. Da-da! Das ist Oh mein Gott, das ist Absicht? Was? Das ist ab. Das ist. Nein. Das macht man nicht. Ich habe einen Mond gefunden. Und Yoshi. Und jetzt kann ich Yoshi wegtun oder ich kann mit Yoshi da hochspringen. Und finde hier ein neues Gebiet und bin dann woanders. Was sagt das Ding? Bist du ein Secret Hunter? Scheinbar. Aber hier drin wären wir dann hier drin und das sieht aus wie was Neues. Was irgendwie total bekannt. Was ist los? Blarg. Komm da nicht hoch. Okay, wir gucken erstmal hier lang weiter. Es gibt ja scheinbar einige Wege zu erkunden. Pilz. Stomp. Okay, wir gehen den Weg hier weiter. Ich habe das Gefühl, das wird ein Problem. Bin mir aber nicht sicher. Der ganze Levelaufbau ist so konfus und das ist Kacke. Ja, wo will ich denn lang? Es gibt viel zu viele Wege. Ich gehe da lang. So. Da. Übrigens ist hier der Spawnpunkt ein Ticken zu tief gesetzt. Deswegen falle ich nicht aus der Röhre, sondern aus der Luft unter der Röhre. Es ist quasi. Ich materialisiere mich einmal neu. Also. Kann halt einfach das machen. Ich brauche den da nicht. Huch, Panzer. Komme ich da mit dem. Wollte gerade sagen, ich kann einfach so machen. Und diese Totenkopfblöcke sahen jetzt tödlicher aus, als sie waren. An sich sind es halt die Punkte, wo Torpedo-Ted spawnt. Nein, gib mir das. No. Was? Wie soll ich denn da hoch? Wie hast du dir das denn gedacht? Ich weiß es nicht. Aber vermutlich. Wo ist mein Panzer? Nein, den will ich behalten. Aus. Pfui. Geht's da hoch? Ja. Erwischt. Oh Gott. Erwischt. Erwischt. Hier geht's lang. Da ist ein Pilz. Das ist alles?
Da gibt's doch noch mehr, oder? Nee? Nee? Nee. Ein Pilz. Ein Pilz ist immerhin erstmal ein Pilz. Und dann... da rein. In den Tod. Per Röhre. Das ist jetzt vermutlich, ich hab's mir schon fast gedacht, diese Kanone. Also die Röhre, da war mein Tod. Das muss in die andere Richtung. Könntest du das bitte in Ruhe lassen? Danke. So, hier oben gibt es jetzt die Möglichkeit, dann mit dem Yellow P-Switch scheinbar was zu erreichen oder so. Ich habe keine Ahnung. Bin eigentlich nur fürs Power-Up hier hochgekommen. Also, wir haben ein Power-Up. Wir haben dieses Zeug, von dem ich nicht weiß, wie es funktionieren soll. Wir haben da oben einen Muncher. Kann ich da jetzt eigentlich rumtricksen? Ich meine, ich kann ja einen Hit nehmen. Ja, kann ich. Level broken. Zum, keine Ahnung, wievielten Mal. Auch wenn ich nicht sehe, was ich hier machen kann. Noch gar nichts vermutlich. Wir gucken uns mal hier unten noch um. Da brauche ich ein Springboard. Wo auch immer man das herholen sollte. Okay, dieses Level... Ah, oh, das passt so gerade eben nicht. Das ist gemein. Muss ich halt hier lang. Ich glaube, hier dürfte schon... Nein, ein weiter. Hier dürfte schon reichen. Was passiert, wenn ich in diese Röhre gehe und Sprung gedrückt halte? Dann spawne ich einen Ticken höher. Aber es reicht nicht. Miss. Miss. Komm. Ja. Feuerblumen sind kacke für Shelljumps. Danke. Feuerblumen sind da echt bescheiden. Also. Nochmal. Komme ich so hoch überhaupt? Ja. Jetzt bin ich hier, aber das bringt mir null. Das bringt mir alles null. Das ist super. So, komme ich von hier, na, von hier zurück komme ich auch nicht mehr. Ich nehme den Mole mal mit runter. Wer weiß. Ah, das bringt mir auch nichts. Wow. Das war nicht mal nötig. Moment, 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 Moment. Moment. Kommen Sie mal her. Wenn das auch ohne machbar ist. Scheinbar ist es ohne irgendwie machbar gewesen. Ja, so. Dann kann ich dich doch mitnehmen. Und mit dir da nicht hochkommen. Aber ich kann mit dir... Nein. Alter, willst du mich verarschen? Sag mal, was bist denn du für ein sturer Panzer? Ist es normal? Warum ist der denn immer so, warum ist der so bockig? Danke. Da. Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe. Jetzt kann ich hier unten nichts machen. Ich kann mir aber jetzt das Sprungbrett holen. Tada! Und kann mit diesem Sprungbrett nicht mehr zurück. Ich sehe mein Problem. Das ist immerhin schon mal ein erster richtiger Schritt. Ich weiß, was ich tun muss. Ich hatte doch hier einen Mittelpunkt. Wo setzt mich der Mittelpunkt denn ab? Wir hoffen mal aufs Beste. Wir hoffen mal aufs Beste. Ich hab's verstanden. Time-up. Ja, wir haben keinen Timer. Ich weiß, wir haben keinen Timer. Wo setzt mich der Mittelpunkt denn ab? Da. Wo ist Charlie? Komm mit. Die, Kollege. Stirb einfach. Charlie, komm mit. Komm. Komm.
Nein, du musst da... Oh, wird das scheußlich. Ignoriere den Footballspieler. Ignoriere den Footballspieler. Wir machen es anders. Planänderung 27. Wir nehmen hier Anlauf. Springen in letzter Sekunde. In aller... Moment, ich kann doch aktuell auch noch den Trick hier nutzen. Bin doch blöd. Danke. So. Holen uns den Pilz von da oben. Irgendwo war ein Pilz. Wo war der Pilz? Wo war der Pilz? Wo war der Pilz? Wo, hier war doch ein Pilz. Hier war doch irgendwo ein Pilz. Da ist ein Pilz. Perfekt. Diesen Pilz nehmen wir jetzt. Und mit diesem Pilz gehen wir jetzt zu Football... Football-Typ. Football-Guy. Charlie-Guy. So, komm her. Komm. Komm. Komm mit. Danke. So. Und dann muss ich dich einmal darum bitten. Danke, du kannst gehen. Bist du entlassen. So. Jetzt haben wir ein Sprungbrett. Mit diesem Sprungbrett kommen wir hier hoch. Hip, hip. Jetzt haben wir einen P-Switch. Mit diesem P-Switch können wir da zurück. Sind es? Ah, plötzlich ergibt alles einen Sinn. Das hätte ich mir auch eher denken können, dass sowas irgendwie passiert. Ja, das Ergebnis ist also, wir hätten uns die letzten, keine Ahnung wie vielen Minuten sparen können. Das war blöd. Ich will nicht, dass das passiert. Was? Das langt? Moment, das langt? Das ist mir... fuck. Doppelfuck, ich habe das Power-Up nicht mehr. Sekunde. So, hallo. Ich mache mal hier ein Safe State. Ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze hier zu skippen. Grund dafür ist, ich kann aus irgendeinem Grund diese Blöcke nicht aufheben. Man hört vielleicht das Klappern. Das ist meine Renntaste. Die Renntaste ist bekannterweise auch die Aufhebentaste und die will irgendwie nicht. Also, geplant ist halt eigentlich, dass ich, um das mal kurz zu erklären. Ich soll den P-Switch drücken. Dann da rein. All diese Notenblöcke drücken. Die blauen Blöcke hier wegnehmen, was ich nicht kann. Damit der Mole darüber kann, damit ich dann darüber kann, damit ich hier an den silbernen P-Switch kann. Mit diesem silbernen Switch muss ich dann wahrscheinlich irgendwo hin, vielleicht hier oben lang, man weiß es nicht. Hey, hier ist ein Secret. Schau mal einer an. Da sind Flügel. Für meinen Yoshi, den ich nicht habe. Auf jeden Fall. Müssen wir. Mit diesem Peace Reach. Peace Reach. Mit die Peace Reach müssen wir gehen hier hin. Nein, gar nicht hier hin. Irgendwo hier unten hin. Und müssen jetzt noch den Schritt mit Charlie machen. Yay. Da ist Charlie. Komm. So. Komm hier rüber. Das ist nie im Leben so gedacht, aber okay. Komm her. Hier lang. Komm.
Komm, du willst diesen leckeren kleinen Klempner. Stirb. Stirb. So. Dann gehen wir hier lang. Gehen hier runter. Finden Yoshi. Finden zwei Bären. Können... Jetzt haben wir einen Timer. Was ist das denn für ein Müll? Oh, ist das gemein. Ja, mit Yoshi können wir jetzt theoretisch, wenn ich es nicht schon aktiviert hätte, da lang die Flügel nehmen, irgendwo anders hinkommen. Oder wir gehen hier hoch. Rennen hier lang. Ewig weit. Sterben an einem Timeout. Das ist garantiert machbar. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Einfach an der richtigen Stelle springen. Moment, ich bin blöd. Ich bin blöd, da oben kann Yoshi mit. Also jetzt will ich auch, den letzten Rest aus diesem Level breaken. So. So. Passt das vom Timing? Da ist ein Herz und dann bin ich tot. Okay, dann müssen wir hier lang. So, wir rennen in die Tür. In die Tür mit 28 Sekunden Restzeit. 27 Sekunden Restzeit, 25 Sekunden, 24. Das ist einfach Yoshi's Island 2. Und das ist damit der Rest für mich. Ich möchte an dieser Stelle nicht weiterspielen. Denn das hier ist ein absolutes No-Go. Und da kannst du mich mal kräftig am Arsch lecken, mein lieber Freund. Aber das geht nicht. Das macht man nicht. Und ich... Gönn dir nicht mal die Sekunde des Todes. Das war's für heute mit Let's Play Level. Lieber Kollege, überdenke das Ganze doch bitte nochmal. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.